So, willkommen zum heutigen Tutorial. Heute geht es darum, eine Schranknische aus einer Punktwolke zu modellieren, um dann ein 3D-Modell daraus zu erzeugen, welches man dann quasi an eine Schrankplanungssoftware übergeben kann. Ich habe hier ein kleines Beispiel schon mal vorbereitet. Also das ist ein Standardbeispiel, was wir ja von unserem Eingangsbereich. Das heißt, wenn ich hier drauf gehe, dann sehen wir hier unsere Daten. Ich möchte hier in dem Zusammenhang auch zeigen, also es geht hier uns um diesen Bereich. Und ich würde jetzt dafür würde ich einfach drei Scans rauslösen und würde die in ein separates Projekt geben. Ich möchte einfach das zeigen, damit Sie wissen, wenn Sie größere Daten erhoben haben, dass Sie das auch separieren können. Das heißt, das wäre jetzt die 12, die 14 und die 15. Wenn ich dann linken Mausklick auf einen Scan mache, dann wird dieser hier auf der linken Seite gehighlightet, sodass ich weiß, welche Nummer das ist. So, und dann gehe ich hier mal mit der Kontrolltaste, selektiere 12, 14 und 15, mache einen rechten Mausklick darauf und gehe auf Save to New Project. Wir nennen das Projekt jetzt einfach mal Schrank, speichern das ab, gehen dann einfach auf Öffnen, Load und haben dann hier unser Schrankprojekt. Müssen die Scans natürlich einblenden und schauen dann mal da ganz grob drauf. So, wenn ich da jetzt drauf schaue, dann sehe ich halt, dass es hier dieser Bereich, um das besser freistellen zu können, gehe ich jetzt hier auf View Orthographic Projection. Das heißt, ich schaue jetzt direkt von oben drauf, habe jetzt hier keine Perspektive mehr drin. Dann gehe ich auf das Cleanup-Werkzeug, nehme meinen Polygonlasso und stelle mir hier diese Kante frei. Mit einem Doppelklick schließe ich das Ganze ab. Und dann ist diese Nische selektiert. Ich möchte die natürlich nicht löschen, sondern kehre die Auswahl um und drücke dann auf Löschen. Als nächstes übergebe ich diese Punktwolke dann nach Pinpoint Model. Also vom Registrierungstool gehen wir dann in das Model. Und das Model schlägt dann auch direkt vor, erkennt, es wurde bereinigt. Das heißt, die aktuelle Bereinigung ist hier auch aktiv. Also wenn Sie jetzt das hier No Cleanup machen würden, dann würde natürlich das, was Sie gelöscht haben, wieder mit reinkommen. Dann haben Sie hier 15 mm, Point per 15 mm. Das ist für die Extraktion der Ebenen. Das heißt, das ist so okay, da würde ich jetzt erstmal nicht dran justieren. Was interessant ist, ist die Data Accuracy. Die ist hier auf High. Ich stelle die mal auf manuell, weil ich möchte, meine Vorgabe ist, wenn zwei Ebenen mehr als 4 mm abweichen zum Beispiel, dann möchte ich, dass die zerfallen. Also dass ich im Prinzip in der Pinpoint-Symbolik sehe, das sind zwei Ebenen, also ich bin hier nicht 100% planar. Das könnte ja dann für den Schrankbau dann schon problematisch sein. Das heißt, ich gehe jetzt hier mal auf 4 mm und klicke auf OK. Dann möchte er das Projekt speichern, also das Model-Projekt ist ja ein neues Projekt. Also wir haben das Model und das Registrierung, Scandaten vom Scanner laden, bereinigen und so weiter, Model, Scandaten auswerten. Als nächstes möchte ich von der Rückwand ein Offset, eine Konstruktion machen, und zwar möchte ich einen 40er Schrank einbauen in dem Fall. Das heißt, wenn ich jetzt mal hier reingehe in mein Projekt, dann sehe ich halt hier meine Rückwand und ich möchte von der Rückwand 40 cm Offset, möchte ich eine Konstruktionsebene haben, dass ich weiß, wie weit ich das Ganze modellieren muss. So, jetzt haben wir folgenden Fall. Durch diese 4 mm sehen wir, dass die Rückwand hat drei wesentliche Schattierungen oder vier. Wir haben hier den roten Bereich, hier diesen beigen, orangen Bereich, dann hier unten den so türkisfarbenen oder grünlichen Bereich und hier unten so ein bisschen blau. Das heißt, diese vier Ebenen haben eine größere, oder wenn man von oben drauf schaut, eine größere Abweichung als 4 mm in der Tiefe, also in der Oberfläche, sodass Pinpoint die zerfallen lässt. Machen wir unsere Konstruktionsebene, und die Konstruktionsebene wollen wir ausgemittelt zu diesem Bauch oder zu dieser Unebenheit erstellen. Das heißt, ich gehe auf Edit, Add Construction Plane, wähle hier das obere Werkzeug rechts oben aus, wähle dann die Ebene. Jetzt sieht man, ich habe die Ebene ausgewählt, und selektiert werden natürlich die Punkte, die im Hintergrund zur Erstellung der Ebene genutzt worden sind. So, dann möchte ich die hier auch, das heißt, ich wähle hier die rote aus. Jetzt ist mein Ball etwas groß, dass ich versehentlich zwei auswählen könnte. Das heißt, ich drücke jetzt hier die Alt-Taste und mit dem Mausrad mache ich den Ball einfach etwas kleiner, dass ich filigraner fangen kann. Und jetzt wähle ich hier meine kleine rote Ebene und dann hier noch die grüne Ebene.
Jetzt könnte ich hier unten noch die blaue mit dazu nehmen, den kleinen Bereich. So. Und dann hätte ich eine relativ repräsentative Rückfläche, die ich quasi nach vorne verlängern möchte. Und jetzt sehen Sie, rechts unten steht Type Plane Offset. Ich gebe jetzt hier ein 0,4. Wir hatten gesagt, 40 cm möchten wir haben. Und drücke Enter. So, jetzt steht hier in dem Modell direkt diese Konstruktionsebene drin. Ich jetzt mal hier von der Seite drauf schaue. Sie sehen, die Wände werden immer weggeblendet, wenn ich rückwärtig auf eine Wand schaue. Dafür gibt es hier unter View Backface Culling. Wenn Sie das ausschalten, dann werden die Ebenen angezeigt, egal von welcher Seite Sie drauf schauen. Und Sie sehen hier schön das Offset von 40 cm. So, gehen wir wieder zurück in unser Modell. Kommen wir zum Modellieren. Erstmal blende ich diese Ebene aus, weil die stört mich, und ich benenne sie um und nenne sie einfach mal Schrank vor der Seite, damit ich das zuordnen kann, und ich blende die aus, weil die stört mich hier in der Modellierung. Dann modelliere ich als erstes mal die Rückseite, auch das Koordinatensystem blende ich aus, das möchte ich auch nicht sehen. So, und dann fange ich an mit Modellieren, einfach hier Add Surface aktivieren. Und dann kann man natürlich so eine Ecke fangen, indem man drei Ebenen, also ein Punkt entsteht immer dann, wenn drei Ebenen sich schneiden. Zwei Ebenen führen zu einer Kante und die dritte Ebene liefert den Punkt, den Eckpunkt. Ich würde Ihnen empfehlen, um es möglichst genau zu machen, lieber hier so etwas entfernt die Ebenen zu selektieren. Also Ebene 1, Ebene 2, wir sehen die Kante. Ebene 3 wäre der Punkt. Parallel hier nehme ich natürlich nicht die gelbe oder beigefarbene, sondern ich nehme hier die rote Ebene, weil die schmiegt sich natürlich mehr an die Ecke an. Also Klick, Klick, Klick. Und dann hier unten nehme ich die blaue, die gelbe und hier unten die rote. Gelb, grün, gelb. Und dann schließe ich das Polygon einfach und habe damit meine Ebene. Jetzt möchte ich das Ganze extruieren, das heißt, ich möchte diese Ebene aufziehen, und das spielt bei Pinpoint keine Rolle, ob das jetzt konisch verläuft. Der zieht das dann auf, das heißt, ich mache jetzt hier Extrude, fange die Ebene, Klick, linke Mausklick, und jetzt sieht man, wenn ich die jetzt aufziehe, also ich zoome mal ein bisschen raus, dass Sie es besser sehen können, ich jetzt hier irgendwo was fangen würde, dann würde er im Prinzip das Ganze verlängern. Da ich jetzt aber hier keine Bezugsebene habe, sondern ich möchte ja das Offset von 40 cm haben, gehe ich einfach mit der Maus hier oben auf meine Schrankvorderseite. Ich gehe hier über dieses Handsymbol und gucken wir mal, wenn ich über das Handsymbol gehe, dann extruiert er das Ganze entsprechend, wie ich es brauche. Ich klicke das jetzt einmal an und jetzt bleibt das auch gehalten. Das heißt, es ist okay. Ich habe nämlich jetzt hier noch die Möglichkeit, das parallel aufzuziehen, was wir nicht wollen. Wir wollen ja, dass es konisch anläuft. Und dann drücke ich einfach OK mit dem grünen Accept-Button hier. Und jetzt hätte ich meine Kontur modelliert. Wenn ich jetzt mal nur das Modell anschaue unter View, gibt es hier einen Inspect, also V ist das. Dann sieht man hier den 3D-Körper. Das ist ja eigentlich schon mal ganz interessant. Unter Umständen könnte man den schon ausnehmen und könnte sagen, das reicht mir. Ich möchte jetzt aber noch mal die Oberflächen vermaschen, falls da noch mehr Unebenheiten sind, dass ich zumindest im CAD die Möglichkeit habe, nochmal im Detail zu schauen, ist es jetzt nur die Türklinke oder ist es der Vorsprung von der Tür, die ich sowieso aushänge, wenn ich den Schrank reinbaue, oder ist es irgendwie eine andere Verformung. Gehen wir da nochmal rein. Das heißt, ich würde jetzt erstmal hier die vordere würde ich löschen. Die brauche ich nicht. Die Türen, die kriege ich nachher in meiner Schrankplanungssoftware viel einfacher rein. Und jetzt selektiere ich die Ebenen, die ich vermaschen will. Das heißt, ich gehe her und klicke die Rückseite an, die Seitenseite. Achso, ich muss natürlich Ctrl drücken. So, dann möchte ich die haben, ich möchte den Boden haben und ich möchte natürlich die Decke haben. So, jetzt haben wir die selektiert und jetzt gehen wir hier rechts auf dieses Symbol Vermaschung. Und da wollen wir nicht Punkt Sample, also Punkt Sample wären, er würde mir Kontrollpunkte in dem Bereich ablegen. Wir möchten aber hier eine Vermaschung machen. Und das möchten wir mit einer Detaillierung von 10 cm, ist jetzt hier Standard eingestellt. Ich mache jetzt einfach mal 20. So, klicke OK. Kann ich das noch benennen, das ist jetzt egal. Und jetzt legt er mir quasi eine Vermaschung drüber, sodass ich im Prinzip meine Kanten habe, meine Eckkanten sauber habe und dazwischen die Flächen werden nochmal vermascht, sodass ich da auch nochmal eine Oberfläche habe, die ich nutzen kann. So, und dann sind wir eigentlich schon fertig. Und jetzt können Sie einfach hierher gehen und können sagen,
Datei, Export, 3D-Objekte. Und dann nehmen wir mal OBJ-Schrank. Und ich mache Ihnen mal hier noch eine Option. Export, 3D-Objekte. Machen wir mal noch STL. Und dann machen wir die letzte, machen wir einfach ein DXF, wer jetzt einfach mit dem DXF arbeiten möchte. Und hier unter Show More Option könnt ihr das Ganze noch nach Millimeter in Millimeter abspeichern, was wahrscheinlich zutreffen wird. So, speichern. So, und damit hätten wir jetzt das Ganze modelliert. Und ich würde jetzt mal hier den Explorer aufmachen. Wir haben jetzt hier unsere Dateien. Ich mache das mal kleiner. Machen wir mal Details. Und dann sehen wir jetzt hier, wir haben jetzt hier die OBJ ist 90 Kilobyte. Die STL ist 182 Kilobyte und die DXF ist natürlich ein bisschen größer. Wir können ja die mal aufmachen. Einfach mal hier BricsCut, weil ich das hier installiert habe. Und dann sehen wir hier, ist unsere Vermaschung. Jetzt müsste ich mal gucken, das kann man hier irgendwie auch shadern. Ja, genau. Ja, dann hat man hier diesen Körper, diesen Volumenkörper und den könnte man dann entsprechend einlesen und könnte dann damit arbeiten. Vielleicht ein abschließender Satz noch, die Genauigkeiten richten sich wie gesagt immer an nach der Punktwolke und Sie sollten natürlich auch immer, wenn es hart auf hart kommt, es ist ja immer, wenn Sie modellieren, dann machen Sie ja in gewisser Weise immer eine Optimierung oder eine Generalisierung. Ich würde Ihnen immer empfehlen, wenn Sie jetzt einen Schrank einbauen, sich zusätzlich noch einen Punktwolkenschnitt zu machen, um den nochmal zu haben, um einfach die originalen Messdaten nochmal mit hinzuziehen zu können. Ich mache Ihnen das nochmal zu hier oder ich schließe das einfach mal und gehe hier nochmal rein. Das heißt, wenn Sie das jetzt hier haben, könnten Sie natürlich auch immer hergehen und könnten sagen, ich möchte einen Point Projection machen und da fragt er ja jetzt immer, wo soll das stattfinden. Da würde ich auch hier diese Vorderseite nehmen und jetzt fragt er ja nach dem Offset und da würde ich jetzt einfach machen von, was ich, 5 mm vor dieser Ebene bis 5 mm nach der Ebene. Das heißt, ich gebe hier ein minus 0,005. Und der zweite Wert wäre 0,005, also positiv. Das heißt, wir würden einen Zentimeter dicken Schnitt nochmal durch die Punktwolke legen, genau parallel zu dieser Vorderseite Schrankebene. Und dann wollen wir da kein Orthofoto, sondern wir wollen wirklich die 2D-Punkte haben. Und dann haben wir hier nochmal die Konturlinie der Punkte. Und die könnte man dann auch nochmal abspeichern und könnte sagen, die wollen wir auch in 3D abspeichern oder in 2D, das müssen Sie entscheiden und auch wieder in Millimeter. Und hätten da nochmal eine Kontrollkontur, die Sie nutzen können, um die eigentliche Modellierung zu verifizieren. Ja, das war's. Damit sind wir am Ende vom Tutorial. Wenn Sie Fragen haben, dann einfach an support@scanner2go.de oder kommen. Und falls Sie andere Tutorials wünschen, melden Sie sich einfach bei uns und natürlich freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Das hilft uns so ein bisschen, das Format aufrecht zu erhalten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.